Hallo und herzlich willkommen zu Love Plan 2. Mein Name ist Knork und ich freue mich, dass du dabei bist. Ich war der felsenfesten Überzeugung, dass wir in der letzten Folge bis zur Tür oder sogar noch ein bisschen weiter gekommen sind. Allerdings hat, glaube ich, das Spiel nicht so ganz gespeichert, weil, wie gesagt, ich bin der festen Überzeugung, dass wir locker bis hier waren. Und wir haben sogar diese Tür gelöscht, weil wir gesagt hatten, die brauchen wir ja nicht. Ne? Wir werden hier eine andere reinsetzen. Da bin ich mir sehr, sehr sicher. Oder zumindest glaube ich, dass ich mir sehr sicher bin. Naja, nichtsdestotrotz werden wir heute natürlich weiter diese Elemente hier ziehen. Wir waren auch über die Hälfte. Guck mal, wir haben ja jetzt knapp hinter der Hälfte. Das Spiel wurde nicht gespeichert. Wir waren sogar bis hier. 100 pro. Warte mal, bis hier und die Tür ist... Ja, siehste? Das Spiel hat das nicht gespeichert. Also hat mich meine Erinnerung doch nicht getäuscht. Gut, ich hätte in die letzte Folge reingucken können. Ja, aber irgendwie, weiß ich nicht. Wieso sind wir denn nicht so bis da gekommen? Also ich muss tatsächlich nochmal in die letzte Folge reingucken, weil das kann nicht sein. Das kann wirklich nicht sein. Wir haben auf jeden Fall... Gibt es hier Autosave? Weil dann würde erklären, eventuell, dass ich nicht auf Speichern geklickt habe, ne? Und, warte mal, wie haben wir das denn jetzt immer gemacht? Jetzt habe ich den Faden ein bisschen verloren. Okay, so war das, ne? Ja, so waren wir. Auf jeden Fall, ich bin mir da jetzt auch nicht ganz sicher, dass wir bis da waren, ja, da bin ich mir sehr sicher. Nur, ich bin mir nicht sicher, ob es hier ein Autosave gibt und ich eventuell vielleicht doch nicht auf Speichern geklickt habe, weil du musst tatsächlich... Hier im Sandbox-Modus musst du auf Speichern klicken und beim Franchise-Modus muss das ja nicht. Beim Franchise-Modus wird automatisch gespeichert. So, und hier muss ja zu speichern und dann wird hier gespeichert. So, ich könnte mir vorstellen, dass das eventuell in der letzten Folge nicht so ganz passiert ist. Oder ein Autosave wurde gemacht und ich habe tatsächlich nie, ja, keine Ahnung, ich kann mir das nicht anders erklären, ich weiß doch nicht. Ich bin doch einfach nur ein ganz normaler Planet Zoo Spieler. Ja, okay. Und ich habe auch letzte Folge, das weiß ich auf jeden Fall, da habe ich gesagt, oh, guck mal, wir kommen ja sehr gut voran. Also, das läuft ja richtig gut. So, ich drücke mal jetzt erstmal wieder auf Play. Und wir haben hier schon zwei Probleme wieder. Krankes Tier entdeckt, krankes Tier entdeckt, okay. Dann haben wir viel Müll vorhanden. Ja. Mir wurde in den Kommentaren gesagt, ich sollte, ich glaube, so einen kleinen Shop darunter setzen. Weil die Mechaniker müssen da auf jeden Fall hin. Oh, sieht gut aus. So, die Mechaniker müssten da immer hin. Wir gucken mal ganz kurz nach. Das ist nämlich keine schlechte Idee. Das heißt, wir gehen mal kurz in die Shop-Abteilung, Gästeeinrichtung, ne? Und dann haben wir ja hier. Ja, aber andersrum. Ah, dann habe ich da so einen Shop unten drunter, ne? Und Verkäufer müsste ich wieder entlassen. Das wäre natürlich suboptimal. Es ist wirklich doof gemacht. Oder so was hier, ein Verkaufsautomat drunter setzen? Na, wir haben das ja eigentlich gelöst. Ne? Wir haben ja hier diese... Warte mal, wo sind die denn jetzt hier? Wir haben ja... Guck mal, der läuft ja auch hier oben rum, der Mechaniker. Warum laufen die Kehrmeister hier nicht oben rum? Das ist halt die Frage der Fragen, ne? So, wir haben ja hier die schon alle, haben wir die auch alle eingebunden in unseren Arbeitsbereich? Ich hoffe einfach mal. Wir schauen mal ganz kurz nach. Verbrechen. Oh, was ist denn hier los? Okay, ja, wir hatten auf jeden Fall sehr viele Verbrechen. So, Arbeitsbereich Asien. Wir gucken mal ganz kurz nach, ob wir alles eingebunden hatten. Ja, vorbildlich hier alles eingebunden. Schau dir das mal an. Okay. Sprich, theoretisch müssten die ja jetzt hier oben rumlaufen, ne? Wenn ich das richtig habe. So, aber irgendwie verirrt sich hier keiner hin. Warum auch immer. Ne? Warum auch immer. Das verstehe ich halt nicht. Es ist halt wirklich, wirklich sehr, sehr doof. Weil Arbeitsbereich habe ich ja hier oben. Okay, muss ich vielleicht hier unten hier noch einen Arbeitsbereich hinmachen? Aber... Pass mal auf, also in meiner Logik ist das so, Thema Arbeitsbereich, gucken wir mal ganz kurz, Asien, so. In meiner Logik ist das ja, pass auf, die haben ja einen Arbeitsbereich zugeteilt. So, das heißt, hier arbeiten die, hier kehren die, ne? Da ja auch, das ist ja auch im Arbeitsbereich. Den können wir auch noch zum Arbeitsbereich hinzufügen. So, auf jeden Fall, die arbeiten ja hier und dann laufen die auch hier oben rum. Weil das ja gehört ja auch zum Arbeitsbereich, weil anders würden die da nicht hinkommen. Zum Beispiel hier.
Also müssten die das ja theoretisch da oben auch nutzen. Ne, die chinesische Mauer, wieso ist das hier? Ach so, ja gut, das ist ja sowieso primär nur dahingesetzt worden. Das wird ja eh wieder weggemacht. Aber das verstehe ich halt nicht. Oder hier zum Beispiel, ne? Hier gehen die dann fegen. So, und dann laufen die doch hier oben rum. Weil das ja alles zum Arbeitsbereich gehört. Theoretisch. So, wir gucken aber mal kurz auf der Heatmap nach. Negativ Einfluss für die Gäste. Und wir sehen, ah ja. Wir haben hier Müll. Wir haben hier sehr viel Müll. Wir könnten theoretisch... Pass auf. Also, wir könnten theoretisch einen Mitarbeiter nur hier oben hinsetzen. Da machen wir einen Arbeitsbereich chinesische Mauer. Ne? Aber warum funktioniert das denn hier? Guck mal, hier. Da hatten wir ja auch Müllprobleme. Und dann haben wir ja... diese Teile auch hingesetzt, ne? Und dann klappt es. Hier war alles sauber auf einmal. Hier war alles sauber. Weil die hier auch fegen. Aber im asiatischen Themenbereich irgendwie nicht. Da wollen die nicht fegen. Dann wäre es doch gar nicht so schlecht, eventuell einen Arbeitsbereich hier oben hinzusetzen für chinesische Mauer. Weil das ist schon eine ganz schöne Strecke. Ne? Wenn die einmal hier komplett rumgehen. Und dann stellen wir einen Mitarbeiter ein, der nur, wirklich nur hier oben läuft. Wir versuchen das mal. Arbeitsbereich. Neuer Arbeitsbereich, ja. So, jetzt kommt hinzu das hier. Warte mal. Ach, die brauchen ja auch... Warte mal, die brauchen ja auch... so, hier. Die brauchen ja auch... Warte, hier. Ach, das doch nicht. Hallo? Da, das nicht. Das Gehege soll nicht dahin. So. Die brauchen ja auch Mitarbeiterhütten und so, ne? Wo die sich mal ausruhen. Komischerweise müssen sich Mitarbeiter ausruhen. Ganz, ganz komisch. Ja. Jetzt die Hütte finden. Okay, wir gucken mal. Ob das die? Das ist Quarantäne. Okay. Nächste. Mitarbeiterraum. Sehr schön. Sehr schön. Okay. Das ist dann der Arbeitsbereich. Der Arbeitsbereich 10 heißt jetzt Bereich Mauer. Oh, pass auf, machen wir so. Asien. So, Asien, Mauer. Ne? Damit das alphabetisch schön aufgelistet ist. Wie man hier sieht, geht das ja immer alphabetisch. Wird Alphabet. Das ist tatsächlich alphabetisch. Oh, die machen das hier echt alphabetisch. Weil wenn man Mitarbeiter einstellt, kann ich dir jetzt mal kurz zeigen. Pass auf. Zoo, Mitarbeiter, Zoopfleger. So, den setzen wir jetzt mal hier oben hin. Nee, weißt du was? Wir setzen den jetzt mal hier hin. So, jetzt ist er gelandet. Pass auf. Ne, jetzt sagen wir ihm... Anstellen. So, Arbeitsbereich. Und das ist auch alphabetisch sortiert. Hä, seit wann haben die das denn? So, jetzt bin ich gespannt. Wo gehst du hin, mein Freund? Ich werde dich begleiten. Ich werde dich begleiten. Auf deinem Weg werde ich dich begleiten. So, was machst du jetzt? Hm? Arbeitsbereich. Okay. Du läufst weiter. Du läufst weiter. Wir lassen den Luftballon platzen. Stört den nicht, der läuft weiter. Der ist fokussiert. Ich setze den nochmal hier oben hin. So. Jetzt müsstest du doch theoretisch da oben rumlaufen, oder? Lauf jetzt da oben rum. Bieg rechts ab. Warum läufst du... Der Arbeitsbereich ist doch hier. Okay, warte, ich verkürze mal deinen Weg ein bisschen. Dann setze ich dich jetzt mal hier hin. So, dann bin ich gespannt, was jetzt passiert. Du läufst wieder zurück. Hä? Wieso läufst du zurück? Du merkst schon, dass du gerade gegen Gäste läufst, ne? So, wo gehst du hin? Wo gehst du hin? Wo rennst du hin? Schmeißt das da bloß rein, Freunde. Ich sehe das. Ihr habt kein...
Papierklügelchen in der Hand. Und Synchronwurf, komm. Wieso machst du hier den Mülleimer? Ich hab dich doch Mauer eingeteilt. Ah, okay, okay, okay. Läuft herum. Der hat den, denke ich mal, angespottet. Pass auf, dann setzen wir den jetzt wieder hier hin. Ich glaube, der hat den angespottet vorher schon, wo wir den eingestellt hatten. So, jetzt. Er macht einfach nichts. Er will nicht arbeiten. So, pass auf, dann kürzen wir das Ganze ab. Dann setzen wir dich hier hin. Hallo? Hier hin. So. Was passiert jetzt? Okay, du gehst in die Richtung, das ist gut. Jetzt läufst du. Sehr schickes Kostüm, der Herr. Sehr schick. Vor allem der Hut, sehr elegant. Okay, du läufst jetzt hier entlang. Das heißt, das kürzen wir dann auch mal ab. Hier kommt die nächste Entscheidung von ihm. Läuft er geradeaus oder läuft er rechts rum? Er läuft geradeaus. Okay, da ist Müll. Nimmt er diesen Müll mit oder läuft er drüber hinweg? Weil das nicht sein Arbeitsbereich ist. Er nimmt den Müll mit. Okay. Okay, okay. So, und jetzt läufst du wohin? Okay, jetzt läufst du darüber. Welchen Weg wählt er denn gerade? Welcher Weg? Pass auf, ich setze dich mal jetzt hier hin. So, komm mal mit. So. Hier ist kein Weg hoch, ne, mein Freund? Nur mal so angemerkt. Hä, wo will der denn hin? Der läuft total planlos hier rum. Du hättest hier abbiegen müssen, mein Freund. Okay, warte, vielleicht biegt er jetzt hier rechts ab. Ich guck mal ganz kurz. Okay, der läuft da lang, das ist gut. Ich glaube, der hat das gecheckt. Ich glaube, das Spiel hat das gecheckt. Freunde, wir haben es. Okay, der Mitarbeiterbereich ist so weit weg. Bis ich da bin, bin ich völlig kaputt. Ja. Da müssen wir halt noch ein bisschen nachbessern. Ne, müssen wir mal gucken, ob wir irgendwo im Mitarbeiterbereich nochmal so ein bisschen hinbauen. Hier in der Ecke irgendwo oder hier vielleicht. Das wäre eine Option. Müssen wir mal schauen, ob wir dann... Ja, müssen wir mal gucken. Wir müssen auf jeden Fall einen Mitarbeiterbereich hier hinten hinsetzen. Okay, jetzt läufst du da lang, ne? Wir haben es, glaube ich, gefixt, Freunde. Hebt Müll auf. Sehr schön. Okay, das Problem... Die Gäste beschweren sich nicht mehr über Müll, weil ich denen jetzt einen neuen Arbeitsbereich zugeteilt habe. Okay, der Weg ist schon brutal weit, ne? Guck mal, der muss von hier hinten, muss der bis hier laufen. Der könnte natürlich hier auch über die Treppe laufen, aber das wäre zu einfach. Schwierig, ne? Weil theoretisch gesehen... Ich habe dem jetzt ein bisschen geholfen mit dem Schweben, ne? Da braucht er der ja keine Energie für. Halt auf, außer nur für die Landung, ne? Ist ja ganz klar. So, aber der fegt jetzt hier schon mal den Weg. Das ist gut. Wir müssen auf jeden Fall Mitarbeiterräume hier irgendwo hin platzieren. Hier irgendwo. Müssen wir mal schauen, weil... Oder hier zumindest. Ja, in das Gehege ist natürlich ein bisschen doof. Da ist auch doof. Überall ist eigentlich doof. Hier ist eine Höhle. Das wäre suboptimal, wenn wir das da reinsetzen. Hast du vielleicht eine Ahnung, wo ich einen Mitarbeiterraum hinsetzen könnte? Nein? Okay. Weil ich brauche ja... Doch, ich müsste mehrere Räume. Weil nur ein Mitarbeiterraum ist natürlich doof. Weil dann könnten wir für die Tierpfleger nämlich auch, dann bräuchten die nicht so weit laufen. Quarantäne können wir jetzt hier hinten lassen, ne, und so wat. Tierärzte. Aber die Tierpflegerhütte und die Ruheräume müssten wir schon hier hinten irgendwo platzieren. Aber ist halt die Frage, wo, ne? Ja, und das ist auch suboptimal.
So, warte mal, wir gucken mal ganz kurz. Wasser. Wo haben wir Wasser? Strom, Wasser, Wasser, Wasser. Okay, das verarbeitet das. Heißt, wir könnten doch diese theoretisch gesehen umsetzen, oder? Ich probiere das mal. Weil dann könnten wir die ja hier hinsetzen. So zum Beispiel. Das wäre ja gar nicht so doof. Ne? Weil dann ist das Gehege ja schon mal wieder frei. Weil das sieht dann natürlich auch ein bisschen doof aus bei denen gerade. Weil das, die Gehege sind jetzt nicht ultra groß. Hm. So, wir gucken nochmal ganz kurz. Negativ-Einfluss für die Gäste. Okay, da hinten. Ja gut, aber so viel Energie braucht er ja jetzt eigentlich nicht, ne? Wo ist mein Kehrmeister jetzt? Ist er schon wieder auf dem Weg zurück? Warum drehst du um, mein Freund? Warum drehst du um? Hallo? Entschuldigung? Entschuldigung? Könntest du hier bitte auch fegen? Warte mal, ich setze dich mal ganz kurz hier hin. Ah ja, jetzt macht das. Okay, wir brauchen anscheinend hier... Warte mal, haben wir das denn hier alles zum Arbeitsbereich hinzugefügt? Arbeitsbereich Asienmauer. So, das ist hinzugefügt, das ist hinzugefügt. Das ist alles hinzugefügt tatsächlich. Ja, aber... Warte mal. Ey, wir müssen hier auch noch was machen, ne? Weil ist ja doof, wenn die Gäste hier runterfallen. Das wäre natürlich nicht so pralle. So, aber jetzt mal ganz kurz gucken, ob der Negativ-Einfluss. Da läuft mein Kehrmeister. Der läuft nicht bis hier hinten. Weil... Warte mal. Wir gucken nochmal. Arbeitsbereiche. Asienmauer. Die sind doch beide hinzugefügt. Guck mal. Hier ist auch noch einer. Ich bin jetzt gerade am überlegen, ob wir hier noch eventuell eins hinsetzen. Ne, das wäre eigentlich gar nicht so doof, glaube ich. Setzen wir hier schön hin. So, dann fügen wir da nämlich den Arbeitsbereich hin. Arbeitsbereiche. Asien. Das zoomt dann natürlich wieder ewig weit raus. So, und dann sagen wir hier Arbeitsbereich Asien. So, dann haben wir noch den Arbeitsbereich Asienmauer. Jetzt kommt der auch wieder raus, sehr schön. So, und dann sagen wir hier auch noch hinzugefügt, ne? Vielleicht geht der jetzt da hinten hin. Das kann natürlich sein. Wo ist jetzt mein Kehrmeister wieder? Da. Der hat noch genug Energie. Also daran kann es nicht liegen. Ich guck mal ganz kurz. Wie, Zoopfleger wurde entlassen? Habe ich den gefeuert? Oh, Mann. Ah, naja. Er war unfähig, sagen wir mal so. Ne? So, Arbeitsbereich Asienmauer. So, läuft's hier rum? Naja. Von Intelligenz scheint die auch nicht geprägt zu sein. Ne, da laufen Gäste, hier ist alles frei und die läuft, ja. Man sieht es ja. Boah, ist aber gut voll hier auf der chinesischen Mauer.
Das freut mich natürlich unheimlich, dass das hier so genutzt wird. So, gucken. Negativ-Einfluss für die Gäste, die läuft dahin. Geil. Die hat es verstanden, das System. Sehr, sehr gut. Ja, die läuft dahin. Sehr gut. Okay. Perfekt. Ja, ich hätte nicht. Ja. Kann man die eigentlich rückgängig machen? Mitarbeiter wieder einstellen. Ah, okay. Jetzt ist zu spät. Er hat das Prinzip des Arbeitsbereichs nicht verstanden. Da machen wir keinen Hehl drum. So, Freunde, in der nächsten Folge würde ich sagen, stopfen wir mal hier diese Sicherheitslücke. Und dann werde ich auch in der nächsten Folge, würde ich dann weiter dieses eine Teilstück da machen mit dieser Unterteilung. Ja. Hier müssen wir uns was einfallen lassen. Müssen wir mal gucken, wie wir das regeln. Ich bedanke mich fürs Zusehen. Bedanke mich fürs Zuhören. Wünsche dir einen schönen Tag. Bis dann. Tschüss.